Sechs Räder eilen zur Rettung. Nächster Halt, Schloss Callan. Wiedersehen, Spencer. Oh. Das war knapp. Was ist denn jetzt? Tut mir leid, Sir. Da liegt ein Baum auf den Gleisen. Heute ist einfach nicht mein Tag, oder? Ich befürchte, dass wir hier eine Weile lang festsitzen werden. Aber ich muss unbedingt nach Schloss Callan. Meine Rede. Mein Lieber? Ich meine unsere Rede. Hallo nochmal, Thomas. Was ist los? Es liegt ein Baumstamm auf den Gleisen und ich soll doch den Herzog und die Herzogin nach Schloss Callan bringen. Ich kann sie auf der Straße hinbringen. Das wäre wirklich sehr reizend. Komm mit, mein Lieber. Was? Aber... Was für ein entzückender kleiner Bus. Oh, danke, Herzogin. Bitte steigen Sie ein. Ich hab's ja gesagt, Thomas. Vier Räder sind am besten. Der arme Thomas musste stehen bleiben, wo er war. Aber wenigstens würden der Herzog und die Herzogin pünktlich beim Schloss ankommen. Und dann passierte es. Das kann doch alles nicht wahr sein. Was ist denn nun passiert? Ein platter Reifen, Sir. Das tut mir wirklich leid. Dann war's das endgültig. Wir werden nie und nimmer rechtzeitig auf Schloss Callan ankommen für meine Rede. Oh, was ist denn hier passiert? Mr. Percival. Eure Hoheit? Wir beide müssen unbedingt zum Schloss Callan, aber ich glaube nicht, dass wir noch dorthin kommen. Bertie hat einen platten Reifen. Kein Problem. Ich werde sie hinbringen. Oh, so ein entzückendes kleines Fahrrad. Ich bin schon seit Jahren nicht mehr Rad gefahren. Ich schätze, ich könnte mich auf die Lenkerstange setzen. Nein, nein, nein. Sie warten hier und ich kümmere mich um Unterstützung. Ich sage es doch immer, zwei Reifen eilen zur Rettung. Wir sind die Nummer eins. Rote Lack, rote Lack, rote Lack, rote Lack. Wow, das ist dann ein erneuter Sieg für das rote Team. Nein, ist es nicht. Die Roten sind die Besten. Nein, die Blauen sind die Besten. Nein, Rot. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wer am besten ist. Rote Lok, rote Lok, rote Lok, rote Lok, James. Rote Lok. James. Was? Hätte das Spiel nicht schon anfangen müssen? Wo bleiben die denn? Vielleicht trauen sie sich nicht her. Worauf wartet ihr? Jetzt fangt doch endlich an! Ich sehe nur eine Fußballmannschaft auf dem Feld. Was? Oh, ja. Und wo ist der Schiedsrichter? Oh, oh. Und dann passierte es. Oh, oh. Thomas und James, ich gebe euch beiden eine gelbe Karte. Eine gelbe Karte? Was bedeutet das denn, Sir?
Das ist eine Warnung. Ich hatte euch gebeten, heute zusammenzuarbeiten. Doch stattdessen seid ihr gegeneinander angetreten. Noch ein Fehler heute, dann kriegt ihr alle beide die rote Karte. Im Fußball bedeutet eine rote Karte, dass man vom Feld geschickt und vom Spiel ausgeschlossen wird. Wir wollen aber nicht vom Spiel ausgeschlossen werden. Gut, nach dem Spiel müsst ihr zwei zusammenarbeiten und alle nach Hause bringen. Ganz egal, zu welchem Team sie gehören. Rot oder blau. Oder grün. Thomas? Diese Sache mit Rot gegen Blau. Ja, das tut mir leid, James. Wir hätten lieber zusammenarbeiten sollen. Ja, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, sollte man zusammenspielen. Oh. Eines Tages hatte Emily eine Lieferung für Schloss Arvstedt. Hattest du etwa eine Panne? Nein, aber mein Lokführer hat ein komisches Geräusch gehört. Deshalb macht er eine kurze Kontrolle. So wie es aussieht, wirst du schneller unten im Tal ankommen als ich. Emily dampfte den steilen Hügel hinab. Und dann passierte es. Meine Heldin! Dieses Mal musste Caitlin zur Lokwerkstatt gebracht werden. Und Emily war sehr stolz, die Lok zu sein, die sie dorthin bringen durfte. Oh, deshalb schiebe ich nie jemanden an. Das ruiniert mir jedes Mal meine Schürze. Ist das der Grund, weshalb du mich nicht aufs Abstellgleis schieben wolltest? Wegen deiner Schürze? Ja. Entschuldige, Emily. Ich wünschte, ich hätte Puffer vorn dran, genauso wie du. Du bist heute wirklich fantastisch gewesen, Emily. Du bist eine mutige Lok. Jeder von uns hat irgendwann mal eine Panne, Caitlin. Ich habe großes Glück, eine Freundin wie dich zu haben. Vielen Dank für deine Hilfe. Und ich habe großes Glück, eine Freundin wie dich zu haben, Caitlin. Wollte Gordon noch immer beweisen, wie schnell sie fahren konnte. Oh. Hallo, große Lok. Ich meine Gordon. Machen wir ein Wettrennen? Ja, ich bin dabei, mich auszuruhen, Philipp. Also bitte, lass mich in Ruhe. Ach komm schon, nur ein kleines Rennen. Auf die Plätze, fertig. Los! Wuhu! Lass mich in Ruhe. Gordon wollte nur, dass Philipp ihn in Ruhe lässt. Aber der dachte... Es wäre das Startsignal gewesen. Oh. Und? Siehst du, wie schnell ich bin? Du kannst mich nicht einholen. Oh. Ach, du bist's. Wohin bist du denn unterwegs? Ich fahre um die Wette. Wirklich? Mit wem denn? Mit Gordon. Hast du ihn nicht hinter mir gesehen? Nein. Habe ich nicht. Das heißt, dass ich gewinnen werde. Ja. Oh, danke. Oh, du
bist nicht Gordon. Nein, ich bin Emily. Aber wer bist du? Ich bin Philipp und ich fahre gerade ein Wettrennen. Okay. Philipp raste den ganzen Weg bis zum Hafen von Brandon. Doch Gordon war nirgends zu sehen. Ich habe gewonnen! Hurra! Hurra! Philipp hat gewonnen! Am Abend fuhr Philipp mit seinen neuen Freunden zum Lokschuppen von Tidmouth. Ich bin den ganzen Weg bis zum Hafen von Brandon gefahren und er hat mich nicht eingeholt. Also habe ich das Wettrennen gewonnen. Fragt Emily, wenn ihr mir nicht glaubt. Viel Glück fürs nächste Mal, Gordon. Ich habe das Wettrennen ja noch nicht mal mitgemacht. Ich hab ja gesagt, ich bin schnell. Gehörst du denn nicht in einen anderen Lokschuppen mit den anderen Diesel-Loks? Doch, ich möchte lieber bei meinen neuen Freunden bleiben. Philipp? Kein Problem, ich kann hinter dir schlafen. Ihr werdet gar nicht merken, dass ich hier bin. Und gleich morgen, kleiner Philipp, werde ich die Gelegenheit nutzen, dir zu zeigen, wie schnell ich wirklich fahren kann. Alles klar, Gordon. Natürlich können wir nochmal um die Wette fahren, wenn du willst. Aber vergiss nicht, beim ersten Mal habe ich gegen dich gewonnen. Oh, wie überaus demütigend. Thomas kämpfte sich die zugewachsene Strecke entlang. Annie und Clarabel waren sehr unzufrieden. Thomas, bitte! Wohin fahren wir denn nur? Keine Sorge, diese Abkürzung ist sicher die richtige. Wir sind bald aus dem Wald raus und dann... Oh! Thomas hatte einen alten Prellbock im Gestrüpp gerammt und war von den Schienen abgekommen. Oh nein, ich kann nicht zurücksetzen. Ich hänge fest. Die Fahrgäste waren verärgert. Jetzt würden sie viel zu spät ankommen. Thomas war ganz elend zumute. Und dann sah er seinen Freund Bertie. Hallo, Thomas. Was machst du denn da? Ah, ich habe eine Abkürzung gesucht, Bertie. Dabei bin ich entgleist. Und jetzt kommen meine Fahrgäste zu spät. Oh je. Aber vielleicht kann ich deine Fahrgäste ja übernehmen, Thomas. Thomas' Fahrgäste fanden die Idee sehr gut. Doch Thomas war trotzdem elend zumute. Es war schon fast dunkel, als Harvey kam und Annie und Clarabel aus dem Weg rangierte. Und dann Thomas zurück auf die Schienen setzte. Der dicke Kontrolleur war sehr verärgert. Deine Fahrgäste wollen nicht zu spät kommen, Thomas. Du hast Chaos und Verspätungen verursacht. Es tut mir wirklich leid, Sir. Ich habe nach einer Abkürzung gesucht, aber von jetzt an werde ich auf meiner Nebenstrecke bleiben. Ein paar Tage später war Thomas wieder unterwegs. Er rollte im Bahnhof von Knapford ein, um Annie und Clarabel abzuholen. Thomas, willkommen zurück. Du hast uns gefehlt. Danke, Annie und Clarabel. Ihr habt mir auch gefehlt. Thomas versprach, sich in Zukunft an seine Nebenstrecke zu halten. Er hatte keine Lust mehr auf Abkürzungen. Wir sehen uns später, Bummelzug. Aber er und Bertie fahren trotzdem noch gern um die Wette. Und manchmal... Da gewinnt Thomas sogar. Los, wir suchen den Elefanten! Über Funk informierte Harold die Zoowärter. Die waren schon dabei, den Zaun zu reparieren, als er und Charlie ankamen.
Aber der Elefant war nicht zu sehen. Harold flog höher, um einen besseren Überblick zu haben, während Charlie und die Zoowärter am Boden nach dem Elefanten suchten. Oh je, ich hoffe, dem Elefanten ist nichts Schlimmes passiert. Ich glaube, ich habe ihn entdeckt. Unten im Hafen von Brandon. Ich fliege voraus. Die Kinder fanden es toll, einen Elefanten frei herumlaufen zu sehen. Harold und Charlie trafen mit den Zoowärtern ein und mit einem Spezialanhänger für den Elefanten. Der Elefant musste zurück in den Tierpark gebracht werden, denn dort war er sicher. Der Wärter führte den entlaufenen Elefanten in den Anhänger. Das war's, Charlie. Er ist drin. Thomas, Percy und Henry trauten ihren Augen kaum, als sie Charlie mit dem Elefanten sahen. Seht nur, Charlie hat die Wahrheit gesagt. Er hat wirklich einen Elefanten gesehen. Ach, fang nicht schon wieder mit der Elefantengeschichte an. Im Tierpark von Sodor waren alle erleichtert, dass der Elefant sicher zurückgekommen war. Gut gemacht, Charlie. Wie ich höre, hast du Alarm geschlagen. Du bist eine wirklich nützliche Lok. Charlie hatte gemerkt, dass ihn niemand ernst nahm, wenn er ständig Witze erzählte. Also beschloss er, nie wieder einen Witz zu erzählen. Aber er hielt sich nicht lange dran. Hey, Salty, wie fliegen Elefanten? Ich weiß nicht, Charlie. Wie fliegen Elefanten denn? Mit dem Dumbo-Jet. Mit dem Dumbo-Jet. Der ist gut, Charlie. Elefanten. Aber ich habe die Post für dich ausgefahren und das war so aufregend. Kommt ihr Stromlinienloks denn wirklich nie zur Ruhe? Wenn du noch so viel Dampf hast, Caitlin, könntest du vielleicht den fliegenden Hering übernehmen und frischen Fisch von den Fischerbooten ausliefern. Oh, hervorragende Idee, Henry. Aber denk daran, alle schlafen schon. Also nimm Rücksicht. Bleib ruhig und mach bitte nicht so viel Lärm. Caitlin war sehr aufgeregt. Sie war noch nie die ganze Nacht wach geblieben. Als Caitlin mit dem fliegenden Hering lossauste, hatte Caitlin schon wieder alles vergessen, was Henry ihr gesagt hatte. Und als sie die Sonne über dem Meer aufgehen sah, konnte sie ihren Dampf kaum zurückhalten. Guten Morgen, Sodor! Als Caitlin endlich wieder im Lokschuppen ankam, war sie sehr müde. Guten Morgen, Caitlin. Hallo, Thomas. Hallo allerseits. Caitlin wollte sich nun endlich ausruhen, als der dicke Kontrolleur eintraf. Und da gab es Ärger. Percy, was ist in dich gefahren, so durch die Bahnhöfe zu rasen und laut zu pfeifen? Und Henry, donnerst durch den Tierpark mitten in der Nacht. Zusammen habt ihr zwei die ganze Insel wach gehalten. Aber Sir, ich hab den fliegenden Hering gestern Nacht nicht gezogen. Und ich hab den Postzug nicht gezogen. Wer war's denn dann? Das war ich, Sir. Caitlin? Aber ich hab doch gesagt, du sollst leise sein und Rücksicht auf die andere nehmen. Ja, Sir. Aber ich habe es vergessen, weil es so aufregend war, die Nacht auf Sodor zu verbringen. Ich wollte einfach nur wirklich nützlich sein. Es tut mir leid. Verstehe. Also, du bist nicht die Einzige, die ganze Nacht durchgearbeitet hat. Die Brücke ist repariert worden. Deine Fahrgäste warten
Also, wenn du wirklich nützlich sein willst. Danke, Sir. Also machte sich Caitlin ruhig und leise auf den Weg zu ihren Fahrgästen. Doch nachdem sie die ganze Nacht wach gewesen war, war sie so müde, dass sie vor der Vickerstown-Brücke einschlief. Aufwachen, Caitlin! Oh, ja, richtig. Natürlich. Und Caitlin fragte sich, ob es wirklich so eine gute Idee gewesen war, die ganze Nacht lang aufzubleiben. Tut mir leid, Bertie, tut mir leid. Achtung, Bertie, ich fahr durch. Bleib, wo du bist, Bertie. Rühr dich nicht. Ist gut, dann bleib ich stehen. Aber wie lange bloß? Winston raste auf eine Weiche zu. Da sah er Paxton ankommen. Winstons Signal sprang auf Rot, doch er konnte nicht anhalten. Achtung, Paxton! Wow! Paxton bremste scharf. Er hielt gerade noch rechtzeitig an. Warum Winston es wohl so eilig hat? Das gefällt mir gar nicht mehr. Wenn ich doch nur nicht so schnell wäre. Wenn ich nur anhalten könnte. Wenn ich doch nur einen Fahrer hätte. Winston raste auf den Lokschuppen in Tidmouth zu. Und dann passierte es. Auf den Gleisen standen Waggons und Winston konnte nicht anhalten. Oh nein! Hilfe! Es gibt einen Unfall! Oh, 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 oh! Was ist denn nun los? Winston wurde allmählich langsamer. Langsamer. Und immer langsamer. Und dann hielt er endlich an. Was ist passiert? Was passiert ist? Dir ist das Benzin ausgegangen. Das ist passiert. Puh, ich dachte, es gibt einen Unfall. Es war sehr verantwortungslos, ohne mich loszufahren. Und gefährlich dazu. Aber es war nicht alleine meine Schuld, Sir. Sie haben vergessen, die Bremse anzuziehen, Sir. Oh je. Oh je. Ach so. Natürlich. Da hast du recht, Winston. Ich hätte die Bremse anziehen müssen. Und ich hätte sie dran erinnern müssen, Sir. Ich weiß jetzt, dass ich doch einen Fahrer brauche. Na ja. Ist ja nichts passiert, Winston. Das wird schon, das wird schon. Alle Loks waren glücklich, als die Arbeiten an den Schienen endlich fertig waren. Neue Schienen, das ist viel besser. Schluss mit den wackeligen Waggons. Kein Rütteln und Schütteln mehr. Es sei denn, man heißt Winston. Alle Loks lachten, aber das machte Winston nichts aus. Er war froh, dass der dicke Kontrolleur wieder auf dem Fahrersitz saß. So wie immer. Die widerspenstigen Waggons hatten viel Spaß. Wow, was ist denn da los? Noch nie hatte Hero die Waggons so widerspenstig erlebt. Aber er sagte immer noch nichts. Sei höflich und nett. Denk daran, du bist der Meister der Eisenbahn. Das machte Diesel noch wütender. Los geht's! So, jetzt reicht's. Ich bin nicht immer nur die liebe Lok. Ich bin der Meister der Eisenbahn. Das wird euch gut tun. Hero bremste so abrupt, dass drei große Kannen voller Sahne durch die Luft flogen. Nicht schon wieder! Und den dicken Kontrolleur vollspritzten. Und Edward. Und Hero. Meine Hose! Oh nein!
Der dicke Kontrolleur war völlig mit Sahne bekleckert. Er war sehr zornig. Hero, wegen dir gibt es ein großes Durcheinander und Verspätungen und schreckliche Scherereien mit meiner Hose. Es tut mir so leid, Sir. Diesel wollte sich klammheimlich verdrücken. Aber Thomas fuhr dicht hinter ihm auf. Diesel, wo willst du denn hin? Hero, wieso hat Diesel dich und deine Waggons geschoben? Diesel? Warst du das? Hast du mich so furchtbar geruckelt und gestoßen? Und er hat heute Morgen deine Milch verschüttet, Hero. Diesel! Entschuldigung. Ich bin wirklich sehr enttäuscht von dir, Diesel. Du musst lernen, wie man vernünftig mit den widerspenstigen Waggons umgeht. Aber, Sir, ja, Sir. Und die Lok, von der du das am besten lernen kannst, ist Hero. Ja, Sir. Hero war sehr stolz. Hero arbeitete mit Diesel, um ihm zu zeigen, mit den widerspenstigen Waggons umzugehen. Euch werde ich's zeigen. Nein, Diesel. Du musst höflich und nett zu ihnen sein. Dann wirst du eines Tages sicherlich auch ein Meister der Eisenbahn werden. Liebe Waggons, brave Waggons. Aber der Pannenzug war nicht mehr im Hafen. Oh nein, wo sind sie denn hin? Suchst du zufällig Judy und Jerome? Ja, das tue ich. Und ob? Oliver hat sie mitgenommen auf Ducks Nebenstrecke. Die sehen echt komisch. Aber der Pannenzug war auch nicht auf Ducks Nebenstrecke. Oliver? Oh, hallihallo. Wo ist der Pannenzug? Judy und Jerome, weißt du das vielleicht? Hab sie weiter hinten auf einem Abstellgleis gelassen, aber Duck hat sie woanders hingefahren. Wohin? Ich muss sie so schnell wie möglich finden. Es gibt einen Notfall. Und, was meinst du, Jerome? Also, es ist ja ein wenig staubig, nicht wahr? Ja, und wirklich sehr laut. Was sagst du, Jerome? Ich sagte, wirklich laut. Oh, hallo, Ryan. Was? Oh! Es gibt einen Notfall. Es gibt einen Notfall? Tatsächlich? Oh, toll. Oh, wir haben endlich die Chance, das zu tun, was wir am besten können. Oh, Vorsicht, meine Federung. Keine Sorge, Daisy, wir haben dich. Oh. Ganz langsam, Judy. Langsam und stetig. Judy und Jerome waren so glücklich. Endlich hatten sie Gelegenheit, sich wieder wirklich nützlich zu machen. Judy und Jerome, ihr habt heute gute Arbeit geleistet. Aber es ist sehr wichtig, dass wir alle wissen, wo ihr zwei seid. Denn anderenfalls verursacht ihr bei einem Notfall nichts anderes als Chaos und Verspätungen. Tut uns leid, Sir. Wir wollten Ihnen wirklich keinen Ärger machen, aber... Naja, wir sitzen schon sehr lange auf dem Rangierbahnhof fest und... werden offenbar nie mehr zu irgendwelchen Notfällen gerufen. Ja, das kann ich verstehen. Und heute habt ihr mir in Erinnerung gerufen, dass Rocky nicht der einzige Pannenkran auf der Insel ist. Also, ich schlage vor, dass ihr von jetzt an hier im Güterbahnhof von Alsberg bleibt. Dann seid ihr zwei immer einsatzbereit, wenn es einen Notfall auf dieser Seite der Insel gibt. Ja! Vielen Dank, Sir. Judy und Jerome waren sehr glücklich. Und auch mehr als bereit, ihren Freunden zu helfen, wenn sie das nächste Mal gebraucht würden. Oh! Abflug! Und so verbrachte Hugo die Nacht auf dem Rangierbahnhof. Aber die anderen Loks blieben weiterhin unfreundlich zu ihm. Wieso sind denn alle nur so gemein zu mir? Na, weil du versuchst, uns zu ersetzen. Nein, das will ich nicht. Ich will doch überhaupt niemanden ersetzen.
Aber du bist wirklich schnell und modern, Hugo. Steven sagt, du kannst ganz einfach alles. Das stimmt doch genauso wenig. Ich habe nicht mal einen Kupplungshaken, also kann ich weder Waggons noch Reisezugwagen ziehen. Oh, was? Und alle reden immer von meinem gefährlichen Propeller. Obwohl ich wirklich sehr vorsichtig bin, wenn ich in Bahnhöfe einfahre. Thomas, wir haben Hugos Gefühle verletzt und wir müssen etwas tun, damit er sich besser fühlt. Aber alle haben seine Gefühle verletzt, nicht nur du und ich. Also müssen alle was tun, damit er sich besser fühlt. Ah, guten Morgen, Hugo. Und wie geht's dir heute Morgen? Jetzt, da ich sie sehe, Sir, besser. Ich habe hier einige wirklich wichtige Fahrgäste, Hugo. Sie würden sich freuen, wenn du mit ihnen einen Ausflug nach Vickerstown und zurück machst. Den ganzen Tag über fuhr Hugo zufriedene Fahrgäste auf der Strecke hin und her. Es ist fast so wie fliegen. Es macht sogar noch mehr Spaß. Aber Hugo war noch immer traurig darüber, wie die anderen Loks ihn behandelt hatten. Als er an diesem Abend wieder nach Knapford kam, erlebte Hugo eine große Überraschung. Was ist das hier? Sowas wie eine Party? Ja, Sir. Eine Willkommensparty für Hugo. Es tut uns leid, dass wir gemein zu dir waren, Hugo. Und wir hoffen, dass du heute Nacht in unserem Schuppen übernachtest. Drei Pfeifengrüße für Hugo. Piep, piep. Piep, piep. Piep, piep. Hurra! Hurra! Vielen Dank. Das ist wirklich sehr, sehr freundlich. Wirklich freundlich. Ich bin ganz gerührt. An diesem Abend waren die Loks alle sehr glücklich, dass ihr neuer Freund Hugo den großen Lokschuppen in Tidmouth. Hugo raste zurück über die Insel zu Gordons Berg. Er ließ seinen Propeller so schnell wie möglich drehen, rauschte bis oben hinauf und versuchte dann abzuheben. Aber Hugos Räder wollten die Schienen nicht verlassen. Hugo versuchte es nochmal. Und nochmal. Komm schon, komm schon! Oh. Oh. Seine Räder blieben auf den Schienen. Er gab nicht auf, bis die Sonne begann, langsam unterzugehen. Oh. Oh. Thomas hatte recht gehabt. Er war zu schwer zum Fliegen. Oh, Thomas! Das darf nicht wahr sein! Wieso kann ich nicht fliegen? Hugo! Hugo! Dein Propeller! Entschuldigung, Sir. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nämlich versucht zu fliegen. Hä? Aber es hat einfach nicht funktioniert. Ui. Ach, Hugo. Wenn dein Konstrukteur gewollt hätte, dass du fliegst, hätte er dir Flügel gegeben. Und er hätte dich auch um einiges leichter gemacht. Du, Hugo, bist ein Schienenzeppelin. Und darum bist du etwas ganz Besonderes. Du bist das schnellste Fahrzeug am Boden. Hm? Du musst doch nicht fliegen können. Du musst nur stolz sein auf all das, was du wunderbar kannst.
Mit deinem unglaublichen Propeller. Ja, Sir. Womöglich haben Sie da recht. Nochmal. Hugo, mach das nochmal. Skiffy will noch einen von deinen Propellerwindstößen, Hugo. Oh, okay. Aber dazu sollte ich lieber erstmal aus dem Bahnhof fahren. Auf zur Rettung. Die Pflicht ruft. Ich frage mich, wie lange es wohl dauern wird, bis wir zurück in der Zivilisation sind, Skiff. Tut mir leid, dass ich ohne meinen Captain losgefahren bin, Sir. Die Sache ist die, ich habe da was im Wasser gesehen und... Es könnte natürlich Stunden dauern, Tage, Wochen womöglich. Ich frage mich, wie lange ich wohl ohne Nahrung überleben kann. Ich muss jetzt Feuer machen, irgendeinen Unterstand bauen. Es wird schon bald Nacht. Aber erst in einigen Stunden, Sir. Wir sind nicht weit gesegelt, also sobald der Wind sich dreht, können wir zurücksegeln. Wenn du denkst, ich fahre noch mal mit dir aufs Meer raus, vergiss es, Giff. Oh nein. Ich suche Holz fürs Feuer, ich suche Nahrung. Oh, wie gut, dass ich bei den Pfadfindern war. Sir? Graben. Aber Skiff hatte recht. Sie waren eigentlich nicht sehr weit gekommen. Captain, ich sehe Skiff und den dicken Kontrolleur. Over. Funk uns deine Position, Harold. Over. Und es dauerte nicht lange, bis Captain zu ihrer Rettung da war. Setz den Hut auf, halt den Kopf warm. Wir werden unsere Freunde auf Sodor bald wiedersehen. Wenn wir zurück sind, dann... Wir sind hier. Oh, Gott sei Dank, Sie haben uns gefunden, Skiff. Ja. Hier! Großvater! Oh, Großvater! Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Jetzt bin ich ja in Sicherheit, aber das verdanke ich nicht, Skiff. Ich kann mich gar nicht genug entschuldigen für das, was heute passiert ist, Sir. Mir tut's auch leid, Sir. Ich bin nur losgefahren, weil ich dachte, ich hätte die Meerjungfrau gesehen. Welche Meerjungfrau? Die, von der Sie gesagt haben, sie sei heute hier. Oh, Skiff, ich fürchte, da hast du wohl leider etwas falsch verstanden. Da ist deine Meerjungfrau, Skiff. Die ist schön. Stimmt's, Mr. Skiff? Ja, aber ich hatte so gehofft, eine echte Meerjungfrau zu sehen, Toad. Jetzt weiß ich wenigstens für alle Zeiten, dass es keine Meerjungfrauen gibt. Gute Nacht, Mr. Skiff. Gute Nacht, Toad.